Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster im Ghostbusters-Modus. Ja, oder in der Ghostbusters-Story. Ja, in der letzten Folge haben wir ja, wie ihr seht, schon mit den Achterbahngebäuden angefangen. Und ja, in dieser Folge mache ich es weiter. Mal gucken, ob wir es schaffen. Und ja, wie weit wir kommen, das erfahrt ihr natürlich wie immer gleich nach meinem Intro. Also unbedingt dranbleiben. Dranbleiben. Bis gleich. Ja, so, da bin ich wieder. Und ich würde sagen, auf geht's. So. Naja, es wird ja langsam. Ich überlege gerade, ob wir erst innen drin anfangen oder. Was ist mit euch? Ist doch geöffnet, Leute. Ah, jetzt hat's. Ah, sehr schön. 10,50, okay. Außen könnte man vielleicht allzu viel können wir ja sowieso nicht hinmachen. Aber bei Geld haben wir eigentlich. Würde mal sagen, hier werde ich auf jeden Fall, falls wir das schon haben, aber eigentlich müsste ich ja dabei sein. Szenerie. Geht man doch mal, oder ich glaube, hier können wir es auch machen. Inhaltspakete. Auf jeden Fall gruselig und Ghostbusters. Gucken wir mal, was wir da Schönes haben. Oh, was haben wir da? Cool. Wieder ein Ziel erreicht. Das ist supi Sache. Ja. Wer hätte es gedacht? Oh, hier fehlt uns aber noch einiges. Ah, wobei. Da kriegt man Tausende. Weniger Taschendiebe. Gut, schauen wir mal. Aber hier hat man schon Beispiel mal ein Bücherregal. Müsste das nicht eigentlich hell werden? Moment, warum wird das nicht hell? Müsste doch eigentlich theoretisch jetzt hell werden langsam. Ach nee, es ist halb acht, dreiviertel acht gleich. Im Spiel. Okay, das erklärt natürlich einiges. Aber ich glaube, ich werde mal. Hey. So, machen wir das nämlich mal so. Ah, danke schön. Das Licht kehrt zurück. Na toll, wir machen Minus. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Oh, da fehlt der. Moment, wir brauchen ja noch einen gescheiten Boden hier drin. Den lassen wir natürlich nicht so, wie er hier ist. Dann müssen wir mal, glaube ich. Ah, ich hoffe, wir haben das schon. Sollte aber. Da kommt ja sowieso nur unser. Wow. Wunderbar, das passt nämlich hier einwandfrei. Na, das passt nämlich nicht. Beton. Nein, schon dreimal nicht.
Sonst haben wir ja eigentlich hier nicht weiter. Das passt nicht. Feuerwehrdach, das könnte. Aber da haben wir auch bloß das. Also das ist jetzt noch die Überlegung, ne? Sieht eigentlich. Finde ich. Sieht besser aus wie der Holzboden. Wenn ich ehrlich bin. Ist bloß die Frage, ob das hier auch passt. Das sieht mir nämlich nicht so aus. Die fahren hier durch, oder? Ja. Oh Mann. Aber dann machen wir hier die kleinen. Das passt ja eigentlich. Ich hoffe nur, dass wir das auch. Ja, wie sagt man so schön? Oh, ja, das. Genau das habe ich gemeint. Ach Mann, das ist echt blöd. Aber ich glaube, da können wir auch bloß. Und den hat es ja nur in groß. Ja, da müssen wir doch die hier nehmen. Weil sonst passt das hier nämlich nicht. Aber das macht ja nichts. Hier haut's ja hin. Muss man aufpassen, dass man hier nicht rauskommt. Ich muss sagen, machen wir erstmal hier die eine Seite. Machen wir gleich komplett, würde ich sagen. Ja. Wunderbar. Ja, das sieht doch schon mal sehr nice aus. Sieht zumindest besser aus wie dieser Standard, ja, Boden, sag ich mal. Okay, naja, das macht sich doch sehr gut hin. Was sagen unsere Finanzen? Oh, 1400 jetzt. Wow, wie kommt's? Kann bitte gern so bleiben. Sehr gut. Dann brauchen wir hier nämlich, glaube ich, nur einmal. Wunderbar. Lass mal ein bisschen so. Genau. Hoppala. Das war etwas zu weit. Passt das noch? Ja, sehr gut. Ach, dann sind wir ja auch schon durch. Sehr gut. Hoppala. Dann können wir nämlich hier direkt. Hier brauchen wir ja nur einmal durchziehen. Ich mal. Ja, wobei. Könnten vielleicht noch ein kleines Stück nach unten, glaube ich.
Zumindest hier, wo die Leute laufen. Achso, das war jetzt, glaube ich, schon etwas zu weit. Ah, ich denke mal, so können wir es lassen. Von der Höhe. Sehr schön. Ab geht die Fahrt. Bin ich ja mal gespannt, ob das schon etwas gebracht hat hier. Manchmal sind es ja die kleinen Dinge. Okay, den Boden hätten wir. Sehr gut. Dann können wir nämlich jetzt auch ohne Probleme habe ich den selber gebaut? Nee. Wo gerade schon so. Jetzt können wir das Bücherregal nämlich reinsetzen. Können wir eigentlich auch zwei, drei reinsetzen. Ist ja groß genug hier. Platz genug haben wir ja. So ist es nicht. Sehr schön. Einmal. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Da kommen natürlich noch abstandmäßig. Ja, ich überlege gerade. Ja, machen wir das hier hin. Und da noch eins. Perfekt. Okay, wir können natürlich auch ein paar Geister hier rumspuken lassen. Naja, sehr schön. Hey, den können wir ja sogar direkt. Habe ich mir gedacht, dass wir hier den mal kurz drehen. Ja, vielleicht noch so. Ha, das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Und wir nehmen natürlich die andere Seite. Untätig. Ich glaube, da ist der hier im Weg. Den können wir aber hier reinsetzen. Ha. Müssen wir bloß gucken. Guckt der hier. Ah, ich glaube, der guckt etwas raus. Oder passt das? Haben wir vielleicht einen kleineren? Hm. Ah. Gibt es hier nicht einen kleineren? Ja, der ist zum Beispiel. Nehmen wir doch den. Sehr gut. Das ist nämlich der Ausgang. Dann darf auf jeden Fall auch nicht der. Bin ich hier dabei? Muss doch eigentlich auch dabei sein. Der kleine süße Slimer. Wo ist er denn? Dum, dum, dum. Slimer. Ah, da ist er doch. Tut er sich auch bewegen? Ja, genau so. So, Kumpel Blasse. Ja,
Ja, so können wir den doch mal. So, einmal nach unten, dass man es nicht sieht. Okay, dann hat man auch einen Slimer. Oh. Das wäre. Hoppala, die sind aber hoch. Aber wir könnten. Das wäre zum Beispiel auch eine gute Idee, ne? Überlege ich mir noch. Jetzt sind wir ja innen drin noch beschäftigt. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Blitzeinschlag? Nee. Oh, jetzt ist wieder hell. $1000 Profit. Na, das ist doch mal eine feine Sache. Okay, wir wollten auf jeden Fall. Brauchen wir ja noch die Ghostbusters, also die Geisterjäger. Das überlege ich gerade noch. Der bewacht hier den Eingang. Und der darf die einfahrenden Leute erschrecken. Ii. Ja, das gefällt mir mal richtig gut, muss ich sagen. Okay, das hätten wir schon mal. Dann brauchen wir jetzt noch. Ach so, die bewegen sich. Aber die stehen hier auf dem Bücherregal noch oben drauf. Okay, dann haben wir ja gesagt, brauchen wir auf jeden Fall noch die Geisterjäger. Das war doch, glaube ich, so eine Falle, ne? Oder ne, doch nicht. So. Ein Grusel, eine Gruselcouch macht sich, glaube ich, auch gut hier. Hoppala. Die kann man eigentlich hier ransetzen. Hier gab es doch auch diesen Schaukelstuhl. Wo ist denn der jetzt wieder, wenn man braucht? Hallo, einen schönen. Diesen Gruselstuhl, wo ist der? Gruseliger Kamin. Ach so, alles klar, das sind Einzelteile. Ich glaube, der ist das, oder? Ja. Den setzen wir hier hin. Muss natürlich passen. Blong. Oh, das gefällt mir schon richtig gut, muss ich sagen. Dann natürlich Lampen. Die dürfen ja auf gar keinen Fall fehlen. Grad, die kann man eigentlich in der einheitlichen Höhe setzen. Müssen aber nah genug, ja, an der Wand dran sein. Sehr gut. Kommt hier noch eine hin. Wunderbar. Dann machen wir
Hier hinten noch eine rein. So, die andere Seite kommt natürlich auch noch dran. Aber ich würde sagen, da gab es doch noch einzelne Bücher. Okay, das macht auch nichts. Das auch nicht. Irgendwelche schwebten, glaube ich, noch. Gab es, glaube ich, auch. Aber, haben wir die denn? Ach, es gibt auch noch den Sessel dazu. Ja, wie passend. Na. Der kommt dann hier runter. So. Ich überlege gerade, ob wir hier nicht dann so ein Gerippe reinsetzen. Na, das sieht bestimmt auch lustig aus. Mal gleich mal probieren. Aus der Deckung schießen. Ja, so. So sieht das doch schon gar nicht verkehrt aus. Den platzieren wir mal hier. Oh, wobei der zieht doch etwas. Und der aus der Hocke. Wo war der? Hier. Moment mal, wo ist der im Stehen? Der ist ein bisschen arg hoch und das ist zu niedrig. Wir könnten aber. Tanzend. Ich überlege gerade, wenn wir den. Dann vielleicht doch eher so. Ja, wunderbar. Also das gefällt mir schon richtig gut, muss ich sagen. Tja, und hier gibt es doch auch irgendwo Geisterfalle. Oh. Da. So können wir das natürlich nicht lassen. Eine schwebende Geisterfalle. So, wird doch schon eher ein Schuh draus. Ach herrje, das sehe ich gerade. Ein schwebender Sessel. Das geht natürlich auch nicht. Und ein fliegendes Sofa. Achso, das gehört. Hoppala, haben wir das nicht? Haben wir das nicht mehr zum Gebäude hinzugefügt? So was aber noch. Gut, aber sitzt, passt, hat Luft und wackelt. Okay, jetzt brauchen wir natürlich noch mal gucken. Hier gab es da auch Skelette. Aber kein sitzendes, ne? Wie groß sind denn die Dinger? aber erstmal gerade, gell? Mal gucken, ob das klappt. Kumpel, du bist zu groß für die Couch. Schade, aber hier gab es doch auch einen Sitzenden. Oder?
Machen wir mal so. Naja, aber so geht's. So. Perfekt. So, Kumpel. Dein neues Zuhause. Ja, wie ich sehe, ist nämlich auch die Zeit vorbei. Ja, in der nächsten Folge machen wir hier drinne weiter, auf jeden Fall. Ist ja noch, aber es wird langsam. Und ich bin, ja, sehr zufrieden. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und vor allen Dingen hoffe ich auch, dass euch die Folge gefallen hat. Ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und natürlich noch ganz viel Spaß hier auf meinem Kanal. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, Kommentar oder gerne ein Abo da. Freue ich mich immer sehr drüber. Ja, dann unbedingt unten die Glocke aktivieren, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch jetzt alles, alles Gute. Bleibt gesund und ich sage bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Euer Ossizocker Markus. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Yeah.